Rio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empire hier aus der Höhle des Urdrachen. Mit mir dabei ist Kevin. Feurio! Und nein, das ist meine Ankündigung. Ich habe gedacht, Feurio passt gerade gut, weil hier überall Feuer ist. Ja, okay, du kannst ICO nehmen. Und wir wollten uns ganz herzlich bedanken für die ganzen Likes auf der letzten Folge und die Ideenvorschläge zur Story. Vielleicht können wir das ein oder andere umsetzen. Lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, so viel Zeit ist leider gar nicht mehr, bis Empire dem Ende entgegengeht. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß und wenn euch das Video gefällt, denkt doch mal drüber nach, ob ihr uns einen Daumen nach oben da lassen wollt. Also, macht's gut und jetzt viel Spaß mit der Folge. Let's start again. So, wir müssen jetzt irgendwo hier mit der Suche anfangen, Balui. Irgendwo müssen wir das jetzt hier finden. Keine Ahnung wo. Ach, das ganze Feuer müssen wir erstmal löschen hier. Ja, du hast recht. Meine Güte, aber es ist so schön hell. Ja, ihr hättet hier aber trotzdem nicht so einen Mist machen müssen. Ach ja, komm schon. Wir wollten uns nur rächen, das ist ja wohl okay. Wir können ja einen Teil des Feuers hier brennen lassen, je nachdem. Ja, rächen, super. Aber ihr habt auch nicht drüber nachgedacht, dass diese Halle vielleicht nochmal wichtig sein könnte für uns. Hä? Was machen wir denn, wenn... ist tot oder ist weg. Was machen wir denn, wenn ihr mit eurem Feuer und eurem Eis vielleicht sogar eins dieses Portal zerstört habt? Was machen wir denn dann, Balui? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ja, aber als wenn wir darüber nachgedacht haben, als ob klar, wir haben natürlich eingeplant, dass es hier ein eventuelles geheimes Portal gibt. Natürlich, Kevin. Ja, aber ihr hättet doch einplanen können, dass wir hier irgendwas Wichtiges vielleicht nochmal machen müssen in diesen Hallen. Ja, klar, das war der Sitz dieses Penners vom Urdrachen. Na gut. Ich würde am liebsten, ich weiß, was ich jetzt mache, ich reiße der Statue den Kopf ab. Balui! Das nicht verdient. Balui! Was denn? Konzentrier dich auf unsere Aufgabe, verdammt nochmal! Ja, ich konzentriere mich gerade darauf, Rache zu nehmen, wenn ich schon mal wieder hier bin. Oh. Findest du das nicht angebracht? Aber warte mal, Statue. Warte mal, was ist, wenn wir hier in die Statue unter den Sockel bauen? Warte mal. Vielleicht ist hier das Portal drinne. Als ob. Nee, hier ist nur dieser komische Ding. Und hier hinten habt ihr diesen Raum gehabt, ne? Du hast doch gar nicht reingebuddelt, Doch, hier. Ja, drunter. Ja, da drunter. Naja, sie haben gesagt, verschüttet und vergraben. Also. Erstmal mache ich jetzt hier weiter dieses Feuer, das nervt nämlich. So, also wir haben hier mehrere... Wir haben hier mehrere interessante Punkte in dieser Halle. Vielleicht... Hier, pass mal auf, da sind ja mehrere solcher Socken. Hier ist nur mein alter Blutalter, also nicht meiner, der vom Urdrachen. Was ist hier drinne? Ein bisschen vermisse ich meine Blutmagie ja schon. Ach, Balui, konzentrier dich doch bitte auf die Aufgabe. Mann, lass mich doch in Erinnerung schwelgen. Hier ist auch nichts. Meine Güte, ey, wir werden das nie finden, Balui. Ja, ich habe gesagt, lass uns die ganze Halle auf den Kopf stellen. Fangen wir halt hier vorne an. Ich baue doch schon hier diese ganzen Säulen und hier unten drunter und... Oh, ja, vielleicht ist einfach irgendwo drunter hier. Jetzt muss man ein bisschen tiefer buddeln. Ach, Mann, ey. Können wir nicht hier irgendwie was sprengen oder Säulen. So? Das ist die Idee, Kevin. Was denn? Ich habe noch TNT dabei. Wie viel? Hier. Gib mir hier. Mal. Mach mal hier. Warte. So. Au. Oh. Und? Nichts. Ach, shit. Nichts. Das muss doch irgendwo hier sein. Hier hinten. Guck mal, hier wäre doch ein guter Platz. Okay. Dann hier. Ich habe noch zwei nur. Und weg, noch, ne? Und weg, also und weg. Die nächsten zwei Sprengungen sollten gut überlegt sein. Das sieht auch schlecht aus. Was ist hier hinten? Hier. Hier. Versuch es hier. Wo, mit welcher Begründung? Denk dran, wir haben nur noch zwei Stück. Ich weiß, dass es hier ist. Na dann mach. Und? Nein. Wieder nichts. Und du bist sicher, dass das hier sein soll? Ja. Vielleicht ist es in der... Passt es in die Statue rein? Da, meinst du, sollen wir die Statue sprengen? Weiß es nicht. Komm, wir versuchen es einfach. Komm. Uns bleibt nur noch diese Möglichkeit. Komm, platzier es hier einfach und dann sprengen wir diese ganze Statue. Ja. Setz da rein. Da. Und weg. Oh. Endlich kriege ich meine Rache. Ah, ha, und, Mist. Und?
Nein. Nein, Mist, wo könnte das denn sein, verdammt nochmal? Ich raste aus wegen diesem blöden Drachen, Junge. Balui? Was denn? Ich glaube, wir haben bei der Sprengung schon was freigelegt. Wo? Was? Wie? Guck mal! Da ist so ein grünes Ding, du hast recht. Da ist eins. Warte mal. Oh, wir sind auch dumm, Alter. Balui, hier unten in der Mitte. Genau in der Mitte. Das ist es. Ja. Dann, du darfst zuerst. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wow. Wow. Da bist du ja, Mensch. So, lass uns jetzt hier keine Zeit verlieren. Wir müssen direkt jetzt hier... So, warte mal mit dem Auge. Was, der Drache ist nicht wieder da, oder? Nein, der ist nicht da, aber... Warte, hier hab ich doch die Augen. Ja, aber das funktioniert nicht mit den Augen. Du kannst sie hier nicht benutzen. Du hast gesagt, ich soll diese Augen mitnehmen. Oh, diese doofen Augen. Ohne Witz, du kannst mit diesen komischen Dingern, mit diesen blöden Kugeln hier, guck mal, du kannst nichts damit anfangen, selbst mit denen hier, guck mal. Mit denen kannst du dich nur so durch die Gegend teleportieren. Ich schmeiß jetzt diese Kugeln hier weg. Hast du noch andere funktionierende Kugeln? Ja, hier, guck mal die. Aber damit kannst du auch nichts anfangen, die kannst du nur so werfen. Super, toll. Du kannst die werfen und kommst an den Punkt, wo die Kugel landet. Toll. Wer braucht so einen Blödsinn überhaupt? Kevin. Kein Mensch. Natürlich. Ah, ich raste aus, Kevin, ey. Kevin. Das kannst du alles hier vergessen. Kannst du das mal? Kevin, könnte echt ausrasten, diesen blöden Viechern hier. Sterbt jetzt alle hier, meine Güte. Ich will was ausprobieren. Was denn? Funktioniert das, dass du aus der Distanz die Kugel da reinwirfst und da unten landest? Warte. Wo meinst du jetzt genau? Da hier unten? Rein. Ja, und wie soll ich da wieder rauskommen? Ja, das überlegen wir uns danach. Oh, du bist durch das hier, kleine super. Loch. Kevin, du bist durch das kleine Loch da reingekommen. Was war noch so klein? Komm bitte, du. Ich will nicht sagen, was noch so klein ist, Balui. Balui, hallo? Es ist dunkel hier unten, bitte. Mir egal. Balui, bitte. Ich hatte die Idee und du machst dich so lustig. Balui, bitte, das war doch nur ein Scherz. Ja, haha, ich lache mich kaputt. So, warte, ich muss jetzt hier mal ganz kurz das reinschmeißen, so. Ja, keine Ahnung, was meinst du, dass wir das da reinwerfen? In dieses komische Ding, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, das ob das ist doch so klappt. Klein und eng und sah aus wie ein Teleporter. Aber ich habe keine Kugeln nicht. Von denen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe noch welche, warte. Aber wir müssen erstmal uns da so einen Weg hochbauen. Bei mir ist das zu unsicher. Ich werde da nicht einfach so hochgehen. Okay. Darfst nicht vergessen, ich kann nicht so wie du fliegen. Ja, da hast du recht. Ist ja okay. Ich helfe dir auch. So, erstmal ordentlich jetzt hier von diesen komischen Steinen mitnehmen. Was ist das hier? Was ist das? Was hat geleuchtet? Da sind irgendwelche Dinger bei rumgekommen. Daraus wieder. Das sind so leuchtende Teile. Meinst du, die können wir vielleicht gebrauchen? Ach, wenn ja, wissen wir ja, wo sie sind. Na komm, ich hole jetzt erstmal noch weiter von diesem komischen Gestein hier. So, und dann bauen wir jetzt uns erstmal da oben einen Weg hin. Ja, ich muss gerade mal ein bisschen Platz machen. Ich habe irgendwie so viel Scheiß dabei. Was brauche ich denn noch? Das ist nicht nur dir so. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ach, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ja. Na egal. So, hier und hier sind überall diese Kristalle. Ja, dann bauen wir hier überall schön hoch. So. Zack, zack. Ah, wir müssen hier weiter hoch. Schön hier hoch. So. Ich hoffe, dass meine Steine dafür ausreichen. Eieiei, mir wird schon echt ein bisschen schwindelig. Ui. Oh Gott, das ist sehr hoch hier. Das ist normalerweise jetzt nicht die Höhe, an die ich gewöhnt so bin. An. Oha, hey du, blödes Vieh. Oh, jetzt habe ich auch eine Kugel. Und noch eine. Sehr schön. Zack, zack. Ah. Okay, erstmal kurz was essen. Dass du nicht die Höhe gewohnt bist, wundert mich nicht. Und du glaubst darin... Ey. Oh! Kevin! Oh. Kevin! Junge! Alles gut? Mensch! Was hast du getan? Ich habe nichts gemacht, der ist auf einmal aufgetaucht. Ja, du hast ihn aggressiv gemacht. Nein! Du hättest mich fast umgebracht damit. Ich hab da nichts mit zu tun. Meine Güte, ey.
Balui, das ist so gefährlich manchmal mit dir. So gefährlich. Ich kann da doch nichts für, Junge. So, warte hier. Oh, das müsste passen hier. So, dann haben wir jetzt hier den Rahmen. So, und dann meinst du einfach diese Kugel da reinwerfen? Du machst sonst viel riskantere Dinge, also warum nicht? Okay, pass auf. 1, 2 und 3. Was zum... Kevin! Warte, ich hab mich... ich hab mich hier gerettet. Kevin? Oh Gott, ist das gefährlich. Oh Gott, ist bist das du hier... gerade abgestürzt, wo bist du hin? Ich bin hier unten, warte. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich hatte Angst um mein Leben. Oh Gott, wo sind wir hier? Was ist das? Ich weiß nicht, hier sind... Balui, wo bist du? Hier sind tausende von diesen... Da. Auf der anderen Seite. Tausende von diesen Pflanzen. Oh, was ist das hier? Warte, ich schreibe mir mal eben die Koordinaten auf, dass wir zurückfinden. Balui? Ja? Warte, ich muss mich gerade konzentrieren. Da hinten? Ich muss eben Notizen in meinem Buch machen. Jetzt sei doch mal ruhig. 17.300. Balui? 1.300. Da hinten? Oh, so eine Nervensäge. Was ist da hinten? Siehst du das da hinten? Das komische Ding da? Das, was da leuchtet? Ja! Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier für ein Teil? Frag mich doch nicht. Drück mal drauf. Ja. Was ist das hier? Oh. Oh Gott. Was zum... was ist das? Was hast du getan? Ich habe keine Ahnung. Ich musste mich für eine Sache entscheiden, als ich dieses Ding genommen habe. Ich mach's nochmal. Die sind unheimlich. Kevin, das ist sehr faszinierend, aber... Oh Gott, ich muss hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, was... Hier ist irgendwas... Hier sind irgendwelche Dinger, die ich aktivieren muss. Hä? Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Wie was zum... Hier steht, ich muss... Oh Gott, hier so kommen diese komischen Explodierviecher. Und da steht, ich muss sie töten, um zu überleben. Ich muss es wegmachen. Balui, Hilfe, oh Gott, das wird immer mehr. Ich komme hier nicht raus. Ich kann hier nicht raus, das geht nicht. Wenn ich rausgehe, sterbe ich, steht da. Oh Gott, Balui, nicht. Nein. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Und jetzt? Da ist was... Da was rausgekommen aus der Kiste? Ich habe keine Ahnung, was das war. Die ist immer noch da. Das ist der Preis! Was ist das? Das sieht seltsam aus hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wow. Das ist ja schwächer als meine Waffe, die ich sonst habe. Das war ja eine tolle Belohnung. Ja, super, ey. Wir sind wegen was ganz anderem hier. Okay, wir lassen uns von diesen Dingern nicht mehr ablenken, ja? Nee. Oh, was war das denn, ey? Sehr eigenartig. Diese Bäume. Kevin, kennst du schon den Effekt? Was passiert, wenn man unten das abbaut? Guck mal. Wow. Was hast du gemacht? Ich habe das unterste Teil abgebaut. Mach auch mal, das macht Spaß. Guck hier. Louis, folgt mir jetzt. Wir müssen hier... Blablabla. Wir müssen uns auf die Suche nach... Oh Gott. Wir müssen uns auf die Suche nach einer alten Ruine oder so machen hier. Irgendwo hier müssen wir die doch finden. Ja gut, okay, wenn du das sagst. Muss irgendwo hier sein, los. Boah. Komm, wir beeilen uns ein bisschen jetzt, damit wir hier vorwärts kommen. Muss hier irgendwo sein, wir müssen doch... Ich habe bis jetzt noch keinen von diesen Drachenbrüdern hier gesehen. Ja, vielleicht sind die doch nicht hier sesshaft. Oh Gott! Geh weg hier. Bist du noch hinter mir? Ich versuch's zumindest, dir Schritt zu halten, aber ja. Sind überall so lauter Inseln. Aber ich habe hier bis jetzt noch keine uralte Ruine gesehen. Das stimmt. Ich hoffe, dass wir hier fündig werden. Das hoffe ich auch.